Also ich muss schon mal was sagen, hier wird immer über die Sachsen gelästert, ne? Und es gibt Bayern, die sprechen Bayerisch, da fällt nie ein Wort, ne? Ja, genau. Ja, das stimmt. Da muss ich beisprechen. Das ist richtig, ja. Es ist mit den Schwaben ist es genau das Gleiche, habe ich recht. Mit den Schwaben ist es genau dasselbe. Bei den Schwaben glaubt auch jeder, er kann drüber herziehen. Rheinländer, Norddeutsche, Hessen, alle diese Menschen mit angeborenen Sprachfehlern. Ja? Über Schwaben und Sachsen zieht jeder her. Ja, das ja. wird sich ändern nach diesen Spielen, weil Sachsen ist das Bundesland bei diesen Spielen. Und? Mit eigenem Haus. Richtig. Der Wahnsinn. Hat ein eigenes Haus hier. Der es, gibt ein, es gibt ein deutsches Haus. Irre! Es gibt aber auch ein Bremer Haus. Wahnsinn. Es gibt, nee, Bremer noch nicht. Nein. Ein Berliner, ein Thüringer und ein Sachsenhaus. Wir wollen alle besuchen. Harry war im Sachsenhaus. In der Casa Sassonia. Wahnsinn. Endlich habe ich die Gelegenheit, die Einladung anzunehmen, die mir gleich auf dem Flughafen hier ausgesprochen wurde. Eine Einladung in die Casa Sassonia, das Sachsenhaus, Sachsenland von Welt, eines der ältesten Kulturgebiete von Deutschland. Bin überzeugt, da werden wir erstklassig repräsentiert. Gehen wir rein und schauen es uns an. Der Bürgermeister von Oberwiesenthal. Oberwiesenthal ist ja eigentlich das Wintersportzentrum, oder? Mecker schlechthin jetzt, ja. Ne? Das ist das Fantastische. Das ist fantastisch. Es sind jetzt zwei Teams des ersten deutschen Fernsehens, die sich gegenseitig filmen. Sind Sie speziell fürs Haus hier oder für den MDR? MDR. Sachsenspiegel, Mitteldeutscher Rundfunk. Der Sachsenspiegel. Die populärste Sendung im MDR mit, oder? Regionalfernsehen, MDR? Ja. Absolut. Hallöchen, hatten Sie uns eingeladen am Flughafen? Ne? Ja, ich war das. Jawohl. Wir haben das Essen schon so oft vor sich aufgewärmt. Bitte? Haben das Essen schon so oft für Sie aufgewärmt? Das ist der nette Herr, wenn Sie erinnern, der mit dem Schild am Flughafen stand und gesagt hat, Casa Sassonia. Jawohl, hier sind wir. Wurde auch Zeit. Das dritte Kamerateam. Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Hessischer Rundfunk und ARD. Von Ihren Gebühren. Wir sollten uns jetzt gegenseitig auch interviewen. Ist das Sachsenspiegel? Sagen Sie mal, lieber Schmidt. Ist das Sachsenspiegel? Nein, das ist das Nachtmagazin der ARD. Nachtmagazin der ARD. Das ist Harald Schmidt. Einmal die Hand von Regional und der Showmaster Harald Schmidt. Bitte geben Sie sie mir, bitte. Ja, ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich kann abreißen, ich habe mein Leben gelebt. Ladies and Gentlemen, wenn ich... Ich küsse ihn aber nicht. Na, bitte nicht. Harald Schmidt, ja. Wie fühlen Sie sich? Eine der bedeutendsten Fragen der deutschen Sportjournalistik. Seit ich... Einmal mit Harald Schmidt und die Technik mich zusammen. Technik! Seid ihr wahnsinnig? Wollt ihr unser Leben verändern? Das ist nicht wahr. Nein. Sie müssen entschuldigen, Herr Herzschild machen. Es funktioniert doch. Ah. Es funktioniert doch. Ragazzi, Harald Schmidt. Gibt es in Italien nicht, gibt es nur in Deutschland, Baden-Württemberg. Keine Baden-Württemberg. Möchten Sie übersetzt haben eine Begrüßung für Sachsen? Nein, ich wollte mich nur bedanken für die Einladung hier in das Sachsenhaus. Eine sehr internationale Atmosphäre. Und ich finde großartig, wie sich unsere italienische Kollegin seit 10 Minuten von Ihnen zusammenschreien lässt. Und danke für das Bild, das Sie von uns Deutschen hier in Italien vermitteln. Tolle Sache. Das machen wir doch. Hör mal. Ich kenne Sie gar nicht. Sind Sie beim MDR? Da haben Sie recht. Ja. Ja. Und was machen Sie dort? Investigativen Journalismus oder Volksmusik? Ich mache beim MDR eigentlich Sport und habe gehört, dass Sie heute hierher kommen. Und dann haben Sie gesagt, Zimmermann, du musst irgendwie sehen, damit er bleibt. Sie sind Sportreporter des MDR. Ich bin die letzte überbliebene Sportreporter-Ikone, die ohne, Sie wissen, Zettel arbeiten kann, reden kann und so. Ja. Sie sind der Einzige, der noch draußen ist. Ich bin der Einzige, der noch draußen ist und auch raus darf. Ich würde sagen, auf Wiedersehen in Vancouver 2010, denn dort ist die Sportredaktion des MDR federführend. Da können wir uns freuen. Ich würde dann auch freuen, dass du schon gesagt hast, lieber Harald Schmidt.
an Sie denken. Ja? Sie wissen ja, ja, ab 0 Uhr muss ja auch noch einer senden. So ist es. Hat sich ja sogar gereinigt. Wahnsinn. Ja. Alles Gute. Alles Gute, Herr Schmidt. Ja. Dankeschön. Ja, nicht so unnutz. Ja. Harald Schmidt, Applaus, Applaus, Applaus. Geschenk bekommen. Also, ich bin ganz sicher, wir haben uns heute beim MDR eine ganze Reihe von neuen Freunden gemacht. Jungs, wie geht's denn weiter? Ihr habt ja noch einen Wettbewerb. Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt hier feiern könnt. Ronny, nochmal heiß drauf und nochmal alles zusammenpacken. Wie wird das laufen? Wie geht's bei dir überhaupt? Bist du da richtig dabei jetzt, oder? Am Dienstag haben wir jetzt noch einen Sprintwettbewerb. Ja. Und ja, ist ein Sprung, 7,5 Kilometer Langlauf. Das ist natürlich alles möglich. Man braucht hier natürlich sehr viel Glück, weil die Schanze ist sehr windanfällig. Und die Strecken sind sehr selektiv. Da braucht man natürlich gutes Material, einen guten Tag. Und dann ist sicherlich einiges möglich für die ganze Mannschaft. Was heißt die ganze Mannschaft? Hermann, wird es auch diese Mannschaft sein? Nein, das wissen wir noch nicht. Also drei sicherlich. Aber im vierten, da werden wir nochmal schauen. Und der Schorsch kann die nächste Goldmedaille holen, oder? Zum erfolgreichsten Wintersportler hier werden vom deutschen Team. Ja, wenn er es wenn das möchte. Ja, können wir ja direkt fragen. Magst du? Ja, dann machen wir es. Ja, ganz klar. Der Harald hat noch ein Geschenk für euch. Ja, mehrere Geschenke. Das sind zum einen mal sehr schön Schneekugeln, die angefertigt wurden mit dem Bild des heutigen Silbermedaillengewinners. Wirklich was ganz Süßes. Tut Danke. Uns eingefallen. Werft es erst weg, wenn wir euch nicht mehr sehen. Ja. Das ist üblicherweise so mit Geschenken. Und es gibt noch was. Es gibt Schals. Schals aus Kaschmir, unsere Olympiaschals. Die halten warm, gerade auch im Wohnwagen. Ah ja, die muss man jetzt umhängen. Du vergibst das hier wie im Sommerschlussverkauf. Da komme ich her. Da also, ich hin. Liebe Zuschauer, das wollen wir Ihnen noch mal zeigen. Also in Kaschmir, auch von Ihren Gebühren im Übrigen, aber dem Olympiasieger, die goldene. Darf ich dir die umhängen, Schorsch? Sei so gut. Ja, weil die. Fast wie auf dem Mädelsplaza, gell? Das genau. Ist nicht. Ich danke dir. Ja.